Wann zeigst du Ab dich? Wann zeigst du Was? Dich? Was? Wann zeigst du dich? Wie siehst du aus? Wann zeigst du dich? Hey! Reingeguckt! Jetzt musst du das Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Du fragst dich jetzt warum? Ja, weil ich Abo und Like geil bin. Danke! Was geht, Banana Gang? Hoffe, ihr habt alle genug Wasser gegessen und Brot getrunken. Wie ihr im Titel schon lesen könnt, beantworte ich heute die Frage, wann ich mich zeige und viele andere Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Es sind wirklich lustige Fragen dabei, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Wenn ihr auch noch Fragen habt, schreibt sie mir einfach unten in die Kommentare. Ich werde mir alles durchlesen und auch versuchen, allen zu antworten. Also wirklich, jede Frage hier unter den Kommentaren werde ich versuchen zu beantworten. Und wenn ihr keine Frage habt, das Allerwichtigste, kommentiert für den Algorithmus und für meinen AMG. Worauf wartet ihr? Seid die Heftigsten. Und wenn du auch willst, dass ich endlich meinen AMG bekomme, dann trag jetzt meinen Creator-Code Braxis-YT ein. Ich habe euch auf Instagram gebeten, mir Fragen zu stellen und wir gucken mal rein. Die erste Frage kommt von Goscha Schivschenko. Sprachenlernen Bubble. Was geht, Eine sehr gute Frage, Goscha. Ich habe gerade tatsächlich Wasser gegessen ein bisschen, weil Wasser essen ist gesund. Und ja, die nächste Frage. Yannick Alter fragt BSK, was ist das für eine Frage, Bruder? Bruder, was ist das für eine Frage? Du willst mich? Egal, die nächste Frage. Kommt von Zyx Oreo. Jetzt bin ich richtig sauer. Bruder, das ist doch auch keine Frage, Mann. Was ist los mit euch? Ich sag euch ehrlich, ich habe die heftigste Community. Ich will Frage-Antwort-Video machen und dann kommt das. Egal, nächste Frage. T12 Simon fragt, bist du ein Mensch oder eine Banane? Das will ich wissen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin halb Mensch, halb Banane, halb Tier. Sebastian fragt, was ist dein erstes Video auf YouTube? Oh, das muss ich mal gucken. Das weiß ich gar nicht mehr. Lass uns mal zusammen gucken, was mein erstes Video ist, ey. Das ist mein erstes Video. Jo, meine lieben Freunde, was geht ab? Ich bin's. Oh mein Gott. Und ich habe mir heute gedacht, dass wir endlich in Fortnite reden. Da hast du es, Sebastian. Und bevor dieses Video anfängt, wollte ich mal ein paar Leute. Jetzt haben wir den guten. Oh mein Gott. 3-4. Hi, Braxis, bester Mann. Oh mein Gott, Banana Gang, wie ich mich damals angehört habe. So richtig leise auf den. Ich darf nicht laut reden, weil meine Eltern waren da. Oh mein Gott, wie geil, Alter. Okay, wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Emir Han, der Bruder, fragt, was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Bruder, was ist das für eine Frage, Digga? Ey, ich schwöre, Leute, Banana Gang, ne? Wir sind die behindertste Community, die es gibt, wirklich. Ich bin stolz auf euch, ich bin wirklich stolz auf euch, ey. Um jetzt Emir Hans Frage zu beantworten, Digga, keine Ahnung, einfach eine Frage stellen oder so, das wäre es gewesen. Einfach mal eine Frage stellen. Der liebe Boy 29.000 fragt, was ist deine Lieblingsautomarke? Und das ist ganz klar, die Leute, die mich verfolgen, Mercedes, Benz, ich will endlich einen AMG haben. Deswegen teil mal das Video auf korrekt, wenn du das Video noch nicht geteilt hast. Ihr wisst Bescheid, Algorithmus, dies, das und so. Diese Frage habe ich tatsächlich sehr oft bekommen. Istrefi fragt, bist du Albaner? Und ja, ich bin Kosovo-Albaner, stolzer Kosovo-Albaner. Wo sind meine Albos? Wartet mal kurz. So, wo sind meine Albos? Nein. Aber ich sage euch ehrlich, Leute, es spielt absolut keine Rolle, woher man kommt. Mensch ist Mensch. Und ja, die nächste Frage. Diese Frage habe ich tatsächlich auch sehr oft bekommen. Wie hast du Wannabe kennengelernt? Und um euch das zu erklären, müsste ich ganz, ganz lang ausholen. Aber ich mache das mal so kurz wie möglich. Wannabe und ich waren damals zwei richtig kleine Streamer. Und ich habe damals gestreamt. Wannabe war live, ich war live. Dann habe ich den Stream beendet. Ich habe damals noch mit Facecam gestreamt. Überlegt euch mal, Braxis mit Facecam. Und Wannabe nicht. Und dann habe ich bei Wannabe Stream gesehen, er macht Custom oder so und hat mit Leuten zusammengespielt. Und ich dachte mir, ey, schreib mal rein. Wannabe ganz ehrenhaft hat gesagt, komm rein, Bruder. Dann haben wir zusammen ein paar Runden gespielt. Und das war der Beginn einer fabelhaften, ehrenbruderhaften Freundschaft, Digga. Also ich sage euch ehrlich, ich sage jetzt auch an dich, Bruder, wenn du das siehst, du bist einfach der Heftigste. Du bist einfach der Heftigste. Punkt. Und ja, ich werde dich vielleicht in den Titel erwähnen, damit ich noch mehr Klicks mache. Auch Punkt. Nein, Spaß. Also doch, vielleicht, also ich weiß es noch nicht. Kev fragt, kannst du mich ändern? Ich glaube eher, du meinst, kannst du mich adden? Wenn du das gemeint hast, dann schreib deine Epicams-ID gerne in die Kommentare. Ich kann aber nichts versprechen. Aber wenn du wirklich gemeint hast, kannst du mich ändern? Wenn du das wirklich so gemeint hast, dann möchte ich dir jetzt persönlich, Kev, sagen, dass du dich nicht ändern musst. Für niemanden. Nicht für mich, nicht für irgendeinen anderen YouTuber, nicht für deine Freunde. Sei einfach so, wie du bist. Und das gleiche gilt auch an alle Banana Gang Zuschauer. Seid wie ihr seid und verstellt euch einfach nicht. Denn ihr seid einfach perfekt.
Juli fragt, spielst du Among Us? Und da kann ich einfach nur sagen, ich bin der heftigste Mörder. Wenn du Among Us auf diesem Kanal willst, dann kommentier es einfach und vielleicht kommt dir eine Folge. Mente08 fragt, Creator-Code, Braxis-YT. Ehrenfrage, wirklich ehrenhaft. Nico NBG09 fragt, wie siehst du aus? Also das kann ich dir ganz einfach zeigen, mein bester Moment. Also ich habe Augen, ich habe eine Nase, ich habe einen Mund, ein Gesicht, so ungefähr. Okay, der ist echt quadratisch und zwei Ohren und Haare. So sehe ich aus. Benny6609 fragt, Nutella mit oder ohne Butter? Bevor ich die Frage beantworte, Bruder, du hast ein richtig geiles Profilbild. Aber natürlich ohne Butter. Lukas Isda fragt, zeigst du dich mal? Und zu der Frage kann ich nur sagen, die werde ich dir gleich beantworten. Machen wir erstmal weiter mit der nächsten Frage. XLukasX fragt, was ist besser als eine Banane? Und das kann ich dir wirklich jetzt auch beantworten. Zwei Bananen sind besser als eine Banane. Du bist nicht lustig. Nein. Okay, vielleicht war das nicht lustig. Vielleicht war das auch ein bisschen cringe, scheiß drauf. Julia Lanfi fragt, wie bist du auf den Namen Braxis gekommen? Das ist eigentlich ziemlich bescheuert gewesen. Ich habe irgendwas auf meinem Handy eingegeben. Dann kam Autokorrektur und dann hat der daraus Braxis gemacht. Also ja. Theresa Straux fragt, wie alt bist du? Und diese Frage ist ganz einfach zu beantworten. Ich war schon immer 18. Das heißt, ich kam aus dem Bauch raus. Ich war direkt volljährig. Sie sind geistig behindert. Joel fragt, kannst du mich grüßen? Ja, ich grüße dich, Joel, mein Bester. Danke, dass du dabei bist, Ehrenbruder. Marius fragt, bist du froh, uns zu haben auf Instagram und YouTube? Ich sag dir ehrlich, Marius, ja, wirklich. Also, ich bin jetzt nicht der eine, der sagt, ich liebe euch, ihr seid die Besten. Aber die Banana Gang ist einfach kräftig, heftig, deftig. Deswegen wirklich danke an jeden Einzelnen, der in der Banana Gang ist. Und wenn du es noch nicht bist, dann abonniere einfach den Kanal. Dann bist du schon in der Banana Gang. Oh nein, die stören meine Frage-Antwort-Runde. Der Iron Man, sag mal, spinnst du gerade? Hast du eine Frage? Nein? Dann musst du jetzt leider sterben. Oh nein, warte mal, Bruder. Da ist noch No-Skin. Oh, wow, wow, wow. No-Skin, warum bist du so aggressiv? Tschüss, jetzt musst du leider sterben, No-Skin. Hau rein, Iron Man. Oha, wie der fliegt. Der fliegt einfach weg. So, jetzt können wir eigentlich direkt weitermachen. Jetzt bin ich bin komplett verwirrt. Wo war ich stehen geblieben? Sophia Derns fragt, darf ich bitte in dein Video? Ich liebe deine Videos. Woher wusstest du, dass das ein Video ist? Aber hier, herzlich willkommen, Sophia, in meinem Video. Du bist live dabei und wirst es für immer bleiben. Amstissel fragt, ist Schmocki auch in der Banana Gang? Und dazu kann ich nur sagen, natürlich ist Schmocki in der Banana Gang. Er ist eine Banane. Wir Bananen halten alle zusammen. Das ist doch wohl klar. Das ist doch, ich meine, was ist das für eine Frage? RBT Jena Kleb fragt, wie bist du auf die Banana Gang gekommen? Also ich sage euch ehrlich, es gibt ja ganz viele Armies hier auf YouTube. Es gibt ganz viele Crews hier auf YouTube. Und ich habe noch keine wirkliche Gang gesehen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche unbedingt eine Gang, eine Banana Gang hier auf YouTube. Denn eine Gang geht zusammen, eine Gang fällt zusammen und eine Gang erlebt einfach alles zusammen. Deswegen bin ich auch so stolz auf euch. Wir sind in einer so kurzen Zeit gewachsen, Mann. Und ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. Deswegen vielen, vielen Dank an dich, der das Video gerade schaut. Wir machen mal weiter. Darius BNSA fragt, wirst du mal ein Lied auf deinem Kanal bringen? Das müsst ihr nicht mich fragen. Frag mal Schmocki, er kann das richtig gut. Vielleicht machen wir zusammen ein Lied auf meinem Kanal. Deswegen bombardiert ihn irgendwo auf Instagram oder unter seinen Kommentaren. Schreibt einfach mal, mach mal ein Lied mit Braxis oder so. Kommentiert einfach bei ihm, bombardiert ihn. Zeigt, was die Banana Gang drauf hat. Und jetzt kommen wir zu der entscheidendsten Frage. Wann zeige ich mich? Ich werde jetzt ein TikTok-Video einblenden, was ich aufgenommen habe, wann ich mich zeigen werde. Keine Sorge, nicht ab 1 Million Abonnenten. Alle, die das bereits auf TikTok gesehen haben, wissen schon Bescheid. Vielleicht hast du es noch nicht gesehen und ja. Ich würde sagen, ich spiele es jetzt einfach mal ab. Dann weißt du, wann ich mich zeigen werde. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Und ob wir es wirklich noch schaffen werden. Hier der Clip für euch. Yo, Banana Gang, ihr habt richtig gelesen. Ich werde mich zeigen. Das ist jetzt kein Joke oder Prank. Ihr wisst ja sicherlich, dass viele YouTuber sagen, ey, ab 1 Million Abonnenten auf YouTube zeige ich mich. Ich habe mir gedacht, ich frage einfach Ehrenfrau Alexa ab, wie viele Abonnenten ich mich zeigen soll. Ich habe gerade 406.000 Abonnenten und ich werde sie jetzt nach einer Zahl zwischen 406.000 und 1 Million fragen. Stell dir mal vor, sie sagt einfach 406.000, dann muss ich mich jetzt sofort zeigen. Ich würde sagen, let's go. Alexa, nenn mir eine Zahl zwischen 406.000 und 1 Million.
982.000 Abonnenten. Okay, TikTok, ich habe gehört, ihr seid eine krasse Community. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Abonniert mich auf YouTube. Und vielleicht sehen wir uns schon bald.